Die Berner Young Boys seit Jahren versuchen, hat der FC Basel gestern geschafft. Der FCB ist Schweizer Meister geworden, und zwar zum dritten Mal im Folge. Das ist der allererste Titel-Hattrick in der Clubgeschichte. Sehr grosser Anteil an diesem Erfolg hat unser heutiger Gesprächsgast, der Alex Frey. Meisterfeier am Barfüßerplatz. Jubel für Mr. Meisterschaft, für Alex Frey. Es ist der dritte Titel in Folge. Allein in dieser Saison trifft er bisher 22 Mal für den FCB. Dazu kommen 11 Assists. Frey ist mit Abstand der Beste in der Torschützenliste der Super League. Seit Alex Frey wieder in Basel spielt, dominiert er die Liga wie kein Zweiter. International ist der Achtelfinal der Champions League das Saisonhighlight. Der FCB besiegt im Hinspiel Bayern München. Zuvor werfen die Basler das große Manchester United aus dem Turnier. Frey trifft zum 2:0. Rückblende. Den Youngster Frey hält man Mitte der 90er Jahre in Basel nicht für profitauglich. Über Thun geht's nach Luzern. Erst da kann er sich in der ersten Liga durchsetzen. Zum Star avanciert Frey in der französischen Ligue 1. 2005 ist er Torschützenkönig bei Stade Rennes. 2006 spielt er bei Dortmund, ist gefeierter Torjäger. 2009 zieht es Frey zurück in die Heimat. Bereits im ersten Spiel sorgt er für den Siegtreffer. Unter Captain Marco Streller fühlt er sich wohl, avanciert zum wertvollsten Goalgetter der Basler. Und er trifft auch in der Nationalmannschaft. In 84 Länderspielen 42 Mal. Rekord. Trotzdem, der Liebling der Nation ist er nicht. Der Captain eckt an. Verbissen sei er und arrogant. Frey wird von den eigenen Fans ausgepfiffen, fühlt sich missverstanden. Vor einem Jahr der Rücktritt aus der Nazi. Ein Befreiungsschlag? Er scheint seither lockerer zu sein. Reiht mit dem FC Basel Erfolg an Erfolg. Als Jugendlicher beim FCB verschmäht, als reifer Spieler triumphal zurückgekehrt. Alex Frey, der Meistermacher. Ja, gestern haben sie sich vier laufen, Barfitz Basel. Heute war dann schon wieder Training gewesen. Und während dem Training haben wir uns unterdessen im Medienraum im St. Jakob Park Stadion schon mal eingerichtet. Und dann ist er gekommen, der Alex Frey. Gut gelaunt und entspannt war er gewesen, wie sich's gehört für einen Schweizer Meister. Bereit für ein Gespräch über Vaterfreude, Kritik und Meisterpartys. Bitteschön. Ich habe versucht, irgendwelche Augenringe zu lesen oder so. Haben Sie lang gefeiert gestern? Also, ich muss so sagen, die Jungmannschaft hier so. Aber in meinem Alter vertreibt man das nicht mehr so. Sonst, wenn ich da bis am Morgen um 5 Uhr um die Häuser rumziehe, dann könnte ich gegen Thun nicht mehr spielen. Also muss ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Ist das wirklich so, dass man schon so ein bisschen ins Alter merkt beim Feiern? Selbstverständlich. Ja. Ich vertrage nicht mehr so viel Alkohol wie früher. Ja, das ist so. Muss man sich halt anpassen. Wir haben ein paar Bilder von gestern, wo wir auf den Balkon rausgekommen sind. Das ist ja wahrscheinlich so der Traum von jedem Fußballer. Wie war das für Sie? Das ist ja nicht das erste Mal, aber wahrscheinlich doch wieder speziell. Es ist immer wieder speziell. Die erste Meisterschaft ist ein bisschen für mich, habe ich nur so 6-7 Monate mithelfen, weil ich ja diesen Armbruch hatte. Obwohl meine Mannschaftskollegen das natürlich dann super gemacht haben und am Ende dann gleich noch Meister geworden sind. Und der zweite und der dritte Meistertitel, das ist klar, dass der zweite eine ungemeine Wichtigkeit hatte, weil man sich direkt für die Champions League qualifizieren konnte. Und der jetzt ist einfach eine Krönung, weil es noch keine FCB-Mannschaft gegeben hat, die dreimal hintereinander Meister geworden ist. Wenn wir die Saison mal versuchen einzuordnen, Champions League Achtelfinal, der Meistertitel oder eben das, der Hattrick, der Meister-Hattrick, wir sind noch im Cup-Final, Sie selber 22 Goalen, unglaubliche Quote. Wo würden Sie die Saison einordnen in Ihrer persönlichen Top-10-Liste? gut, es wird mal der Tag kommen, wenn ich wieder aufhören zu shooten und dann kann ich das besser einordnen als jetzt. Aber es ist schon so, dass ich nicht erwartet hätte, wieder diese Saison über 20 Goal zu schiessen, dass ich auch nicht erwartet habe, also er hofft schon, aber nicht erwartet von mir, jetzt 5 Champions League Goals zu haben.
Das ist so. Aber das bin ja nicht ich allein, sondern meine Mitspieler helfen mir da auch ungemein mehr in Szene setzen. Und ich glaube, man sieht auch, dass ich mich ungemein wohlfühle in dieser Mannschaft und ungemein wohlfühle hier in Basel. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, finde ich noch speziell. Man hat wirklich das Gefühl, Sie sind eigentlich gelandet und ruht in sich da. Das ist ein Kompliment in diesem Fall. Ja. Also ich bin ein bisschen ausgeglichener, ich bin ein bisschen ruhiger, sagen wir so, weniger emotional auch auf dem Spielfeld. Immer noch eine Portion, dass ich finde, das gehört dazu, aber nicht mehr so wie früher. Haben Sie sich das explizit vorgenommen oder ist es so ein bisschen, sagen Sie mal, ein Reifeprozess gewesen? Es war ein Reifeprozess. Ich habe gemerkt, dass es eben auch geht, ohne zu emotional zu sein. Selbstverständlich hat auch meine Frau einen gewissen Anteil, dann die Schwangerschaft von meiner Frau einen gewissen Anteil, die Vorfreude, dass man das erste Mal Papi wird und so weiter. Also viele Aspekte. Es hat ja auf Ihrem Karriereweg immer wieder Leute gegeben, vor allem in jungen Jahren, die gesagt haben, der packt das nicht. Trotz als Gefühl, so ein bisschen denen zeige ich es. Ist das in Ihrer Karriere am Anfang ein Antrieb gewesen? Am Anfang schon, ja. Also am Anfang sicherlich. Wenn man weggeschickt wird vom FC Basel, was für mich im Nachhinein jetzt ein Glücksfall ist, oder war, aber gleich tut es einem Schmerzen, es zerrt ein bisschen an einem. Man will dann ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Rache oder so, aber so ein bisschen Romance nehmen. Und dann gibt es halt einen anderen Karriereweg, wo man muss einschlagen muss. Das ist es so. Als Nationalspieler vor allem haben Sie immer polarisiert. Was war das für ein Gefühl, auf dem Platz zu stehen und bei jeder Ballberührung pfeift es? Ja gut, das war während 10 Jahren nicht der Fall. Es ist ja, sagen wir mal, von den 10 Jahren, als ich Nationalspieler war, war das ein Monat oder zwei der Fall. Und im Nachhinein behalte ich die positiven Gedanken, also die positiven Erinnerungen von der Nationalmannschaftszeit. Ich durfte 10 Jahre lang Stammspieler sein. Und das ist für mich, wenn man als kleiner Bub hat man Panini-Bildchen gesammelt, vor all diesen grossen Schweizer Stasen, 94 und 96. Und dann plötzlich ist man einer von denen. Und andere haben Sie alle Ihre eigenen Bilder? Ja. Ich habe immer gesammelt Panini-Bildchen. Und dann ist man einer von denen selber, wo die Leute dann von dir Panini-Bildchen sammeln. Und das macht einem schon stolz. Aber ich kann sagen, dass ich 10 Jahre Stammspieler war in der Nationalmannschaft. Und das ist sicher etwas Grossartiges. Aber umso mehr. Sie sind ja, wenn ich so darf, einschätze, ein emotionaler Mensch. Das mag einem doch irgendwie, wenn das dann die Schlussphase von dieser Nationalmannschaftszeit. Wie haben Sie sich das an sich herkommen lassen? Gut, irgendwann muss man ja dann, kommt man an einen gewissen Punkt und dann muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Ich glaube, dass man jetzt genügend über das geredet hat, aber es ist klar, ich würde ja lügen, wenn ich jetzt nicht sagen, dass mich das nicht verletzt hat. Das ist ja so. Gewisse Sachen haben mich verletzt, aber irgendwann musst du lernen, mit dem können umzugehen und dann das auch abschließen. Und für mich ist das okay so. Haben Sie für sich selber herausgefunden, warum das Sie polarisieren? Ja, aber da habe ich nicht Pfiff gebraucht in Basel oder in St. Gallen, sondern das habe ich schon gewusst, 4, 5 Jahre vorher, dass das so ist. Aber was heisst polarisieren? Ich denke, einer findet die toll und der andere findet die nicht so toll. Aber ich werde auch in Zukunft mehr äußern, wenn das wieder einmal der Fall sein sollte, dass ich das eine absolute Schweinerei finde, wenn Nationalspieler auspfiffen werden. Ich habe für mich auch noch mal überlegt, warum sind die Leute so emotional gewesen im Zusammenhang mit ihnen. Und dann habe ich ein Bild gefunden, wo sie vielleicht nicht so freut haben, wenn sie es noch mal anschauen müssen. Es war ihr 40. Goal, ein riesen Event. Und dann die Reaktion, wo sie den Padalino ein bisschen unsanft weggeschoben haben beim Jubeln. Würden Sie das, oder bereuen Sie die Szene so, wie sie da... Nein, bereuen sicher nicht, aber ich würde es heute logischerweise anders machen. Aber in dem Moment ist das für mich, sind die Emotionen so rausgekommen, weil ich, wie soll ich sagen, es ist doch etwas Grossartiges, wenn du 40 Goal schießt, ich glaube für eine Schweizer Nationalmannschaft. Aber sicherlich sieht das blöd aus, aber es hat gar nicht, oder von mir hat das gar nicht irgendwie in einem egoistischen Torjubel zu tun gehabt oder irgendeine Ablehnung gegen einen Badalino, überhaupt nicht. Und ich habe das ihm auch nachher gerade gesagt, weil ich dann selber mehr doof vorgekommen bin und ich dann gewusst habe, das sieht auch doof aus, aber die Wirkung nach außen ist leider grösser gewesen als das, was ich eigentlich gemeint habe. Das Gute ist ja, bei der engsten Familie muss man sich eigentlich nie rechtfertigen. Und das ist Ihre Frau und gleich ein Baby. Sie haben ja letzte oder vor etwa 2 Wochen den ersten Hochzeitstag gehabt. Haben Sie daran gedacht?
Ich habe daran gedacht, ja, selbstverständlich. Ich habe meine Frau eingeladen zum Essen und auch einen Blumenstrauß geschenkt. Aber wenn Sie meinen, dass in der Familie Kritiker nicht da sind, dann haben sie sich getäuscht. Gut, sind wahrscheinlich durchaus, die Ernst ja, nein. Oder? Ich habe durchaus Kritiker in der Familie und vor allem meine Mutter tut mich da immer ein bisschen zurechtweisen und das ist auch gut so. Aber jetzt durch die Wandlung, die wir schon angesprochen haben, hat sie nicht mehr so viel auszusetzen oder immer noch? Nein, ab und zu. Sie sehen dann schon, wenn ein bisschen der Puls wieder ein bisschen höher ist als sonst. Ja. Sie haben es schon angesprochen, die Vorfreude aufs Baby. Sie haben aber auch gesagt, wickeln und so, das ist alles kein Problem. Sie haben jüngere Geschwister, die Sie gesehen haben, aufwachsen. Wenn Sie jetzt Tipps holen innerhalb der Mannschaft, zu wem würden Sie gehen, um so Baby-Tipps holen? Wer ist so Ihre Einfluss? Ich schaue die gerade in dieser Phase sind. Margot Strelle, die noch eine einjährige Tochter hat. Dann gibt es, muss ich überlegen, Benny Huckel sind zwar Kinder schon ein bisschen älter. Aha. Meine Geschwister, das sind immer so alle 8 Jahre auseinander, und also die Schwester 16 Jahre auseinander. Und dann habe ich dort meine Erfahrungen schon können sammeln in Sachen wickeln und baden und so weiter. Was ich noch gestaunt habe, Ihre engsten Leute haben Sie immer um sich herum geschützt, und dann habe ich da im Rahmen von meiner Recherche gemerkt, es gibt bewegte Bilder von Ihrer Hochzeit. Wie ist denn da dazu gekommen? Bewegte Bilder von meiner Hochzeit? Ja, das hat mich noch erstaunt. Haben Sie die noch gar nicht gesehen? Ah, doch. Ah, ja gut, aber das ist ja, wie soll ich sagen, manchmal kann man gewisse Sachen nicht verhindern, aber das ist ja nicht schlimm. Überhaupt nicht, Sie sehen ja beide prima aus. Vielen Dank. Ein wunderbarer Tag war, nehme ich an. Sehr. Aber es war nicht eine bewusste Entscheidung, Sie haben einfach nichts dagegen gemacht, dass die gekommen sind. Ja, nein, ich wollte schon nicht, dass überall so verbreitet wird und habe das eigentlich ein bisschen gesagt. Aber wie soll ich sagen, es ist ja eigentlich der schönste Tag für die Frauen vor allem. Und der schönste Tag von meiner Frau. Das lässt man jetzt so stehen. Ja, und ich wollte ja nicht dann irgendwie da Theater machen und so, und dann, dass da irgendetwas gestört wird. Und dann irgendwann akzeptiert man das auch, und es ist ja auch nicht böse. Sondern die haben sich dann ein bisschen auch entschuldigt und so, und dann haben noch, sagen wir, kranke Kinder noch ein bisschen profitieren von dem, was sie mir als Entschuldigung gegeben haben. Das ist doch gut. Wenn wir jetzt mal ein bisschen früher schauen, ich glaube, ein 32-jähriger Stürmer, darf man das fragen, wo sehen Sie sich in ein paar Jahren, wenn Sie nicht mehr ein aktiver Fußballer sind? Ja, ich habe immer gesagt, dass man eigentlich das muss machen, was man am besten kann. Und wenn man 12, 13, 14 Jahre im Fußball ist, dann wird es sicherlich etwas mit Fußball sein. Also ich hoffe mir das eigentlich auch. Sie haben ja schon mal eine Trainerausbildung gemacht. Geht es in diese Richtung? Auch ja. Ich bin einfach, es interessiert mich. So ein bisschen, weil ich immer eigentlich so der grösste Kritiker bin von den Trainern und nicht immer den Trainer einfach mache. Und dann habe ich jetzt angefangen mit dem Trainerdiplom, bin jetzt als C-Diplom abgeschlossen. Aber in der Schweiz ist das ein langer Weg, auch ein interessanter Weg, aber lang. Aber das ist sicher eine Richtung, die mich interessiert. Haben Sie als Spieler auch immer mehr die Optik, dass Sie ein bisschen schauen, wie agieren die Trainer und so? Ja, jetzt immer wie mehr. Mhm. Also ich versuche jetzt schon ein bisschen gewisse Zusammenhänge also anders zu begreifen als mit 20. Mit 20 bist du einfach ins Training und hast trainiert und hast vielleicht nachher noch ein bisschen aufs Goal geschossen, aber du hast nicht dir überlegt, warum macht jetzt ein Trainer die Übung. Heute mit 32, 33 machst du das. Ja. Das ist so. Viele Sachen habe ich auch für mich aufgeschrieben, aber auch von Trainern wie Thomas Doll, Jürgen Klopp oder in Frankreich, Laszlo Böllini, jetzt auch von Heiko Vogel. Also ich kann zurückgreifen auf viele Ordner mit Trainingsübungen. Ah, da gibt es schon so fixe Ordner und noch ein schwarzes Büchlein, das Sie am Beginn schreiben, könnt ihr mitnehmen? Ja, was gut ist und was nicht, ja, das ist so. Ja. Super. Ich glaube, den Basel-Fans wird es jetzt schon halb mulmig, wenn sie da schon vom Trainer sein reden. Die sind natürlich froh, wenn sie noch lange als Spieler erhalten bleiben. Danke vielmals für das Dank Gespräch. Ihnen. Und weiterhin viel Vergnügen bei der Saison. Merci vielmals, ja. Danke. Der Alex Frey, nach unserem Interview hat er dann heute Abend mit der ganzen Mannschaft noch an die FCB-Generalversammlung müssen. Für Basel und Alex Frey steht noch ein wichtiger Match an, es ist das Cup-Finale Mitte Mai.